Heute zeige ich euch einen dritten Sleeve Choke, einen dritten Würgegriff, den ihr machen könnt, um euch eben auf der Straße zu verteidigen oder eben jemanden zu fixieren oder von der Flucht zu verhindern. Das ist ein Sleeve Choke, aber ein bisschen anderer als der vorherige Sleeve Choke. Den ersten Sleeve Choke verlinke ich euch hier oben und ja, viel Spaß mit dem zweiten. Das erkläre ich euch jetzt. Und zwar, was du machst, ich zeige euch es erstmal und danach erkläre ich euch Schritt für Schritt, wie er funktioniert. Also ich packe hier meinen Ärmel und dann mit der linken Hand packe ich meinen anderen Ärmel. Und dann habe ich jetzt hier einen richtig starken Griff und wenn ich jetzt hier Druck aufbaue, dann klopft er ab. Okay, also folgende Schritte sind da zu beachten. Erstens, mit deiner rechten Hand greifst du hier deinen Ärmel. Richtig schön fest greifen, nicht irgendwie nur mit zwei Fingern, wie gesagt, sondern richtig schön mit deiner ganzen Hand. So, du gehst quasi hier flach unter seine Kehle und greifst schön streng hier deinen Ärmel. Hier siehst du auch zum Beispiel, hier ist sein Adamsapfel. Wenn du auf seinen Adamsapfel drauf drückst, ist er gleich nochmal viel, viel effektiver. Das merkt ihr dann zum Beispiel auch bei Männern, ist es sehr, sehr schmerzhaft. So, was du jetzt machst mit deiner linken Hand, die hier unter seinem Kopf ist, greifst du deinen rechten Ärmel. Und du siehst schon, hier ist ein bestimmter Abstand. Und dadurch eben, dass du den Abstand verringerst, zwingst du eben seinen Kopf nach oben. Wenn dein Kopf jetzt nach oben gewandert ist, greifst du hier deinen Ärmel und jetzt, was du machst, mit deinem rechten Arm, mit dem hier, drückst du nach unten. Und da kommt eben der Würgegriff zustande. Was da passiert, du hast quasi eine Art Guillotine. Das heißt, hier ist dein Kopf dazwischen und du drückst eben so seine Halsschlagader zusammen und dadurch entsteht eben der Würgegriff. Eine Sache noch zu beachten, und zwar, wie gesagt, wenn du eben jetzt hier im Würgegriff drin hast, hier oben am Knorpel, am Adamsapfel, ist es schmerzhafter. Das heißt, wenn du hier drückst, ist es ziemlich schmerzhaft, jedoch hast du hier mehr Widerstand für den Choke, also für den Würgegriff. Das heißt, effektiver für den Würgegriff selbst, wenn du quasi 5 bis 10 Sekunden den Würgegriff halten willst, um ihn schlafen zu legen, dann positionierst du dich ein bisschen weiter unten. Das heißt, du gehst flach unter seinen Kiefer. Warum gehst du flach unter seinen Kiefer? Damit er eben hier sich nicht schützen kann. Wenn er sich jetzt zum Beispiel hier schützt, ich komme nicht rein. Deswegen schön flach unter seinen Kiefer. Dann greifst du hier deinen Arm, den Arm und dann positionierst du dich ein bisschen weiter nach unten. Hier hast du dann schön seine Kehle und dann machst du eben hier den Würgegriff. Ja, okay Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, jetzt habe ich euch zwei Würgegriffe gezeigt. Den anderen Sleeve Choke, den ersten, verlinke ich euch nochmal hier oben. Und ja, mit drei Chokes, die ich euch jetzt gezeigt habe, seid ihr eigentlich gut im Straßenkampf gerüstet. Und somit sollte eigentlich auch alles passen, wenn ihr in einer Situation geratet, wo ihr das benötigt.